Und dann ist es ganz natürlich, dass man heiratet. Da bin ich sehr romantisch und das möchte ich auch so machen, weil dieser Ring hier, der ist mir schon wichtig. Ja, hier wird er sein. Rom, der perfekte Ort für einen romantischen Liebesurlaub, das findet auch Walter aus Berlin und erwartet hier voller Vorfreude seine Angebetete Marta. Buongiorno Roma! Wie schön, mal wieder in der ewigen Stadt zu sein. Oh, buongiorno Italia, buongiorno liebe Marta. Ich bin schon da und hab viele Überraschungen. Ich habe also Marta ganz unverbindlich nach Rom eingeladen. Aber der Hintergrund dieser Reise ist, dass ich ihr einen Heiratsantrag machen möchte. Wer hätte das gedacht? Von einer Hochzeit hat nicht mal Dauersingle Walter zu träumen gewagt, als er die Ärztin vor rund 2,5 Jahren auf einem rumänischen Weingut kennenlernte. Mir kam es so vor, wie wenn ein Engel vom Himmel runtersteigt, weil sie sah so geschmeidig aus, so weich ihr Gesichtsausdruck. Yes. Salute. Salute. Wow. Sweetie pie. Wow. Yeah, very, very charming. Hear me song. Dann war aber erstmal lange Pause. Und dann haben wir uns erst nach einem halben Jahr wiedergesehen. Und zwar auf neutralem Boden in Budapest. Und das war sehr schön und dann hat sich was entwickelt. Wenn du länger zusammen bist und dann merkst du, das kribbelt ein bisschen und das reizt dich und so. Mittlerweile sind Walter und seine Marta ein richtiges Liebespaar und führen eine Fernbeziehung zwischen Timișoara und Berlin. Wenn du am Morgen neben einer Frau im Bett aufwachst und sie hat kein Make-up und ist nicht frisiert und du schaust in ihr Gesicht und du magst sie gerne, das ist Liebe. Ja. Ich bin mit meiner Entscheidung ganz sicher und kann im Brustton der Überzeugung sagen, ich liebe diese Frau und ich möchte mit dieser Frau zusammenleben. Und dann ist es ganz natürlich, dass man heiratet. Da bin ich sehr romantisch und das möchte ich auch so machen, weil dieser Ring hier, der ist mir schon wichtig. Ja, hier wird er sein. Von einem Heiratsantrag ahnt die gute Marta noch nichts. Damit sie auf gar keinen Fall Nein sagen kann, plant Walter eine Reise voller Überraschungen und hat sein Markenzeichen, eine eigens dekorierte Geschenktüte, heute in Übergröße dabei. So, buongiorno Principessa. Staatsbesuch in Italien. So, und das klebt man natürlich fest, damit sie da nicht stolpert. Kleinen Moment. So, Gott sei Dank regnet es heute nicht. Römische Erde, gleich. Buongiorno Roma! Auf gutes Gelingen! Jetzt muss ich mal schauen, wie ich hier überhaupt reinkomme. Ja, das geht schon. Jawohl. Ich wollte als Kind immer beim Zirkus arbeiten und jetzt habe ich es endlich mal geschafft. Bleibst hier? Ah, mein Arm! Er muss ja innen rein. Oh, ich bin zu dick. Geschafft! Jetzt sehe ich ja gar nicht, ob sie kommt. Marta kommt wenig später ebenfalls in Rom an. Wie die Ärztin wohl auf diesen doch recht speziellen Empfang reagieren wird? Oh, meine Güte! Oh, Walter Surprise! Buongiorno, Principessa! Oh, hallo, herzlich hallo, willkommen hallo. In Rom! Ein hallo, Aufenthalt mit vielen. Hallo, hallo. Hallo. Herzlich willkommen zu einem Aufenthalt mit vielen, vielen Überraschungen. Danke. Und ich hoffe, du freust dich, dass die größte Überraschung bin ich. Ja. Ja, Entschuldigung, du machst immer Überraschung. Ja, ja, ja. Tell me right now, baby. Tell me right now, baby. Hallo! Oh. Oh, herzlich willkommen, benvenuti a Roma, Principessa! Salute! Salute. Ciao! Ciao, che bello! Du auch? Ja. Hallo, Walter. Grazie, grazie! Benvenuto, benvenuto! Walter und Marta waren beide noch nie verheiratet.
ob Martha ihm wirklich das Ja-Wort geben will? Kannst du dich mal einen Moment rumdrehen, bitte? Ja. Ja? Noch dort schauen, zum Bahnhof. Ja? Ja. Was gibt es Italienischeres als einen alten Fiat 500? Dazu noch mit einem waschechten Römer als Fahrer. Ciao, buongiorno, sono Walter. Salve, grazie. Posso mettere questo qui come sorpresa? Perfetto. Typicamente Italia und Fiat 500 per il nostro Transfer, ja? Also in Italien muss man was Originelles machen, ja? Limousinen gibt's überall, aber sowas gibt's nur in Italien, ja? Schau mal hier. Das ist für dich. Aber wir haben viele. Ja, das müssen Sachen. Wir schauen. Das müssen Meine wir schauen. Gott. Questo la Marta. Oh. Hallo. 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 Buongiorno. Buongiorno. Begeisterung sieht anders aus. Ich habe nur gedacht, wir passen zu zweit gar nicht in diesen Fiat. Ich wusste gar nicht, dass diese Autos so klein sind. Wir haben keinen Platz hier. Oh. Vorsicht mit den. Oh, ja, ja. Oh. Grazie! Grazie! Oh. Martha hat es nichts ausgemacht, ja? Diese Enge war also richtig angenehm für uns in diesem süßen kleinen Fiat 500. Ob das wirklich so stimmt? Oder macht Martha nur gute Miene zum bösen Spiel? So oder so, Walter ist in Gedanken schon ein ganzes Stück weiter. Hier auf dieser Treppe, Martha, ja? lassen sich die Brautpaare alle fotografieren. Aha. Und dort oben ist das Kapitol, da kann man heiraten. Mhm. Gefällt dir meine ja, Stadt? Ja. Ja? Ich fühle mich hier zu Hause. Ich habe zwei Jahre hier gelebt. Ja. Und ich fühle mich wie ein kleiner Italiener, mhm. weißt du? Aber Max, du bist ein bisschen. Ja. Kein Deutscher. Ich spreche Italienisch, ich kenne mich dort aus. Ich bin in Rom der Platzhirsch. Ja? Und in Rom macht mir keiner was vor. Da kenne ich jede Ecke und jede Straße. Da habe ich noch alte Freunde und Bekannte. Und die werden mir helfen, einen traumhaften Heiratsantrag zu machen, den Martha ihr Leben lang nicht vergisst. Das kann ich euch garantieren. Walter gibt sich wirklich Mühe. Kann er Martha damit beeindrucken? Oder wird ihr doch noch alles zu viel? Wow, wie schön. Das ist eine Suite. Das ist eine Suite. Super, super. Schön? Ja. Oh. Bist du zufrieden, mein ja. Schatz? Ja? Ja. Das freut mich. Ja. Ich möchte, dass es dir gut geht. Mhm. Ja? Ja. Und weil es gerade so romantisch ist, will Walter mit seiner Martha etwas erleben, was er sonst nur alleine macht. Juhu! Ah. Yippie! Juhu! Ist das Bett bequem und fein, gibt es bald ein Stelldichein. Klatsch, klatsch, Schenkelchen, Opa wünscht sich Enkelchen. Oh ja, wunderbar. Hm. Ja. Komm, mein Schatz, ja, wir müssen das mal probieren. Hey, ja, das ist schön bequem. Komm, versuch mal. Ja, sonst hat man nicht mehr Rückenschmerzen, ja. Schatz, oder? Entschuldigung. Oh. Ist gut, ja? Ja, super. Ja? Kann man gut ausruhen, ja? Ja, super, super. Danke. Ja? Diesmal habe ich zum ersten Mal den Bettentest mit Martha zusammen gemacht, damit sie auch gut schläft. Das war mein einziger Hintergedanke, ist ja ganz klar. Ja. Ist auch noch was für was anderes gut. Nein, bitte nicht. Hey! Entschuldigung, Schatz. Wir sind noch nicht verheiratet, ich weiß Nein. es. Na gut, na gut. Wenn du mich vielleicht einen Moment entschuldigst, bitte Augen zumachen. Neben dem tollen Hotel habe ich natürlich noch andere Überraschungen bereit. Und natürlich das Nonplusultra, der Punkt auf dem I, der Heiratsantrag. Ja? Und da können Sie sich vorstellen, dass es bei mir schon ein bisschen kribbelt. Ja? Oh. Buonasera, Signora. Meine Facciamo un corso di cucina. Ich kann nicht kochen, ich kann nur aufwärmen. Oh. Und ich möchte einen Kochkurs mit Ihnen machen, Signora. Für eine gute gemeinsame Zukunft, denn Liebe geht durch den Magen. Wollen Sie meine Kochassistentin oder Köchin sein? Ja. Ja? Buonasera. 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 Prego. Buonasera. Piacere, Marta. Marta. Si chiama anche Marta, lei? Marta. No!
Ich will ja eine Frau versorgen, wenn ich mit ihr verheiratet bin und nicht wie andere Männer die Füße auf dem Wohnzimmertisch legen und sagen, bring mir mal ein Bier und mach mal ein paar Nudeln. Ja? Das gibt es bei mir nicht. Ja? Wir sind beide gleichwertig und da kocht auch mal der Mann. Und das muss ich jetzt lernen. Ja? Erstmal muss Walter aber Feingefühl beweisen. Mit Liebe, mit viel Liebe, Martha. Das ist eine Eheschule hier, ja? Naja. Du weißt. Naja. Oh, wie schön. Und ein bisschen Glitzer. Hey, Schatz. Liebe geht durch den Magen und du kannst mit einem guten Gericht kannst du etwas anderes vorbereiten, über das ich jetzt nicht hier so detailliert sprechen möchte, wo du dann richtig in der richtigen Stimmung bist. Oh. Mmh. Oh. Vorspiel auf italienische Art. Du bist mein Herz. Aber im Restaurant können wir das nicht machen, Schatz. Ja? Das geht nicht. Ja. Der Grundstein für einen harmonischen Rumaufenthalt ist hiermit gelegt. Und morgen mache ich ihr einen Heiratsantrag. Bevor das passiert, lassen wir die beiden lieber erstmal alleine.